Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des Webcasts IT Transformation in die Cloud. Als Fortsetzung des ersten Webcasts, wo wir einen Case Study zum Thema HITRAS gemacht haben. Mit mir im Raum ist der Herr Barth von der Veeam Software. Ja, auch von mir ein herzliches Grüß Gott zu diesem Webinar. Wir werden das so aufteilen, dass ich zuerst einmal die groben Cloud-Themen anspreche und der Bart im Anschluss eine Live-Demo zum Thema Veeam darbieten wird. Zum Ablauf des Webinars. Es ist halt so, wir machen eine kurze Vorstellung der Consul GmbH. Für die, die sie nicht kennen, und sie wird tatsächlich kurz bleiben, also nicht erschrecken, es wird jetzt hier nicht eine reine Showgeschichte. Danach prinzipiell ist zur Cloud. Jemand, der im ersten Webcast dabei war, wird sich dort vielleicht das eine oder andere wiedererkennen, aber ich denke, es ist sinnvoll, nochmal einige Sachen darzulegen, damit wir uns zumindest über dieselben Terminologien unterhalten. Danach sprechen wir über die Unterschiede, gerade bei Software as a Service, von der Kunden- und der Anbietersicht. Da gibt es sehr unterschiedliche Verständnisse des Themas Cloud und Software as a Service in dieser. Was dann technisch gesehen der nächste Punkt wäre, den ich darbiete. Und am Ende geht es um das Thema, habe ich eine Private oder eine Public Cloud? Und am Beispiel von HITRAS wollten wir mal darlegen, was die Entscheidungsfindungen sind, um das eine oder das andere zu wählen, die Vor- und die Nachteile kurz gegeneinander abzustecken. Was jetzt hier zugegebenerweise fehlt, ist die Live-Demo von Veeam Software am Anschluss, also bitte nicht am Schluss dieser Agenda weglaufen, danach wird es eigentlich spannend. Wir als Consul sitzen hier in München. Wir sind ein IT-Full-Service-Provider, wir sind herstellerunabhängig. Das heißt, wir haben das Privileg, dass wir sehr schön das Beste am Markt verkaufen können, was es gibt. Deshalb sitzt Veeam bei uns im Haus. Wir machen Development, Softwareintegration, Projektmanagement und Betrieb. Das heißt, das komplette Portfolio, was bei IT Transformation stattfindet. Hier ist es nochmal in einzelnen Punkten dargestellt. Die Folien werden im Nachgang auch allen zur Verfügung gestellt, dass man in Ruhe das nachlesen kann. Vielleicht nochmal die Bullet Points. Wir machen Software Development, IT Service Management. Dort Beratung, Managed Infrastructure, wir machen Remote-Beratung für große Unternehmen zum Beispiel im Moment. Wir machen das komplette IT-Transformation von Projektmanagement über Development bis zum Betrieb. Und am Ende, aber nicht vergessen, haben wir die Consul CRM-Lösung, die Kundenmanagement-Software von uns, die eine flexible Plattform fürs Ticket-Handling darstellt und mit der wir zum Beispiel auch die internen Prozesse abbilden. Jetzt geht es ins Eingemachte. Prinzipielles zum Thema Cloud. Damit wir alle auf demselben Status sind, einfach mal die drei gängigsten Begrifflichkeiten, wie man Cloud anschauen kann. Das eine ist die Cloud als Speichermedium. Die kennen wir alle von, sage ich mal, Dropbox. Aber auch eigentlich als Cloud-Player von Amazon, Google Music, iTunes, Cloud. Das sind eigentlich die Cloud nur als Speichermedium. Dort werden Daten abgelegt, die werden dann irgendwo zurückgespielt, entweder als Music Stream, oder als Video Stream. Das ist dann eigentlich relativ egal. Dort ist die Cloud als Speichermedium interpretiert. Und dann haben wir die Interpretation der Cloud als Mobile Cloud. Findet man heute in jeder Zeitung, in jeder guten FAZ-Ausgabe kommt der Begriff mindestens dreimal vor. Mobile Cloud ist letztendlich das klassische Client-Server-Prinzip. Wir haben einen Client, Thin Client oder reinen Darstellungsclient auf einem Mobile Device. Das ist ein Pad, das ist ein iPhone, das ist ein Android. Das stellt aufbereitete Daten von einem Server, der irgendwo in der Cloud steht, das heißt irgendwo anders steht, da. Das heißt, dort werden die Rechentätigkeiten, die Aufbereitungstätigkeiten gemacht und die werden dann dargestellt. Beispiel ist Wetter-Apps, aber auch Applikationen wie zum Beispiel die Management von der Lufthansa, von den Tickets, von den Online-Buchungen der Bahn und solche Geschichten. Die Rechenarbeit läuft beim Server und die Darstellung erfolgt auf dem Mobile Client. Wir betrachten hier jetzt die Cloud als technisches Hilfsmittel.
Cloud als technisches Hilfsmittel bedeutet, wir haben eine Automatisierungslösung, die auf Standards aufsetzt und diese Standards ermöglichen es, automatisches Deployment zu machen. Also wir betrachten hier eigentlich die darunterliegenden Mechanismen einer Cloud und nicht die plakativen Begriffe, die jetzt oben stehen. Software as a Service in einer Cloud, da kommt es sehr stark darauf an, aus welchem Blickwinkel man auf die Wolke schaut. Wenn wir jetzt die Cloud aus Kundensicht betrachten, stellen wir fest, was erwarte ich? Ich erwarte eine große Anzahl Applikationen in irgendeiner Form dargereicht durch ein Fenster, meist ein Browserfenster, aus einer undurchsichtigen Serverlandschaft, nennt sich Cloud. Das ist letztendlich die Kundensicht. Die Erwartungshaltung ist, es funktioniert, es ist leicht, es ist schnell, es ist normalerweise billig. Aus der Sicht des Anbieters ändert sich das jetzt so ein bisschen. Aus der Anbietersicht, der betrachtet die Cloud als Mechanismus, Dinge darzubieten. Das heißt, er bietet etwas an, was für den Kunden über das Web zum Beispiel erreichbar ist. Er muss sich Gedanken machen über Server, über Infrastructure, über Netzwerk und über Sicherheitsaspekte, über Deployment-Mechanismen und Ähnliches. Diese beiden Begrifflichkeiten stehen jetzt gegenüber. Die einen sehen häufig von den anderen nichts oder normalerweise sieht der Kunde nicht, was der Anbieter eigentlich hat. Ob jetzt auf der Anbieterseite zum Beispiel für wenige Kunden eine sehr individuelle Software angeboten wird. Das wäre zum Beispiel dann häufig als Legacy-Lösung angeboten. Das heißt, es gibt eine spezielle Software, die steht gehostet beim Kunden. Der bietet die einer kleinen Kundengruppe an. Das nennen wir dann als Legacy-Lösung. Da steht dann ein Server, ein Admin, der bietet die Software angepasst an. Und für den Kunden draußen ist das eine Software aus der Cloud. Das ist eine Software as a Service. Und ihm ist es im Ende dann völlig transparent, was dahinter steht. Dagegen spricht, dass das Deployment relativ langsam ist. Um vom Anbieter zum Kunden zu kommen, an dem Ende eine neue Installation braucht Zeit. Es ist nicht dieses Instant Gratification, auf Knopfdruck hat man die Applikation. Nein, das dauert hier schon ein bisschen länger und es schleicht eher rüber. Das Ganze steht versus einer standardisierten Lösung in einem Framework für großen Kundenstamm. Und dieser große Kundenstamm erwartet schnelles Deployment, erwartet schnell, dass eine Applikation zur Verfügung steht. Also wer möchte darauf warten, dass bei Amazon Infrastructure as a Service der Server nach 3 Tagen erst da ist? Das will man nicht. Also werden dort standardisierte Produkte angeboten, die automatisch verteilt werden. Und hier bietet sich dann ein Framework an, wo ein geringer Admin-Aufwand ist. Der Effekt, schnelles Deployment, hier durch diesen Hasen dargestellt. Wann lohnt sich das? Und da muss man dann sagen, okay, wir betrachten das, wenn wir eine kleine Anzahl Kunden haben und das erwartungsgemäß sich nicht schnell ändert und die sehr spezielle Anforderungen haben, kann man trotzdem Software as a Service anbieten, gar keine Frage. Man stellt einfach einen Server in den Keller und hostet den. Das ist Software as a Service. Dadurch haben wir eine Verbindung nach draußen. Jemand benutzt über ein Webportal diesen Service und er hat den Software. Das nennt sich dann Software as a Service. Man kann es auch als Cloud bezeichnen, weil nicht erkennbar ist, was dahinter steht. Nichtsdestotrotz, es funktioniert und es kann für viele Lösungen auch sinnvoll sein. Versus, wir wollen zum Beispiel einen neuen Kundenstamm erschließen. Das heißt, wir haben eine spezielle Lösung und wollen die jetzt standardisiert einer größeren Kundengruppe darlegen. Dann müsste man eine Entscheidung treffen, die da heißt, wir automatisieren das Deployment. Wir wollen viele Leute erreichen, die weniger Geld als die bisherigen Kunden zum Beispiel zahlen wollen, bedeutet auch für uns müssen die Kosten geringer sein. Und das geht nur durch Standardisierung und Optimierung der Prozesse. Das geht nicht mehr durch hohen Admin-Aufwand und Individuallösung. Unter diesem Aspekt betrachtet gibt es Voraussetzungen für die maximale Effizienz von Cloud-Mechanismen. Das eine ist, wie erwähnt, Standardisierung. Wir können uns nicht mehr hinstellen und sagen, wir machen jetzt für einen Kunden eine Software in einer sehr speziellen Form, für einen anderen eine andere. Das funktioniert in einem Cloud-Mechanismus auf Framework-Basis nicht mehr. Was wir auch nicht mehr machen können, ist komplexe Abläufe. Wir brauchen simple Abläufe, weil die Kosten drücken und weil die effizient sind.
Wir können keine komplexen Strukturen haben für Software as a Service in einem Framework und erwarten, dass es preiswert ist. Und wir können nur wenige verschiedene Szenarien anbieten. Es gibt keine Individualsoftware as a Service, außer in den Legacy-Lösungen, da widerspreche ich mich jetzt hier gerade, ich weiß, aber wir sprechen hier ja über die reine Lehre des Frameworks und die sagt eigentlich für eine große Kundenzahl eine Software as a Service aus der Cloud minimale Anzahl von Szenarien, um eine große Anzahl von Kunden trotzdem zu erreichen. Da muss man vorher viel Gehirnschmalz und Marketingaktivitäten reinstecken, um herauszufinden, was ist die Mehrzahl der Benutzer und was trifft die meisten. Ohne spezifische Anpassung. Die dürfen nämlich da auch nicht rein. Das würde zum Beispiel Prozesse wie Update, Patch Management und Deployment von neuen Versionen ziemlich aufhalten, wenn wir dort für jeden spezifische Anpassungen haben und mit jedem Neudeployment eigentlich diese spezifischen Anpassungen wieder nachfahren müssten. Das ist definitiv ein Showstopper für solch eine Lösung. Letztendlich greift hier das altbekannte Pareto-Prinzip. Eine Cloud-Lösung versucht normalerweise, wenn sie auf Frameworks basiert, 80% der Kunden zu erreichen, weil die restlichen 20% eben 80% der Gesamtzeit brauchen würden. Man kann hier nicht für jeden alles richtig machen. Und das bedeutet auch im Umkehrschluss, wie erwähnt, viele Aktivitäten im Marketing vorher, bevor man überhaupt auf die Idee kommt, in die Cloud zu gehen. Man muss sich vorher die Gedanken machen und dann mit diesem Konzept rausgehen. Die technische Umsetzung ist meistens einfacher als die prozessuale und Vorbereitungsphase. Letztendlich die Entscheidung, die wir dann uns treffen müssen am Ende, ist dann noch, wollen wir eine Public Cloud oder eine Private Cloud? Public Cloud ist schon wie dargelegt relativ viele Vorteile im Bereich der Verfügbarkeit. Man klickt einen Knopf, man hat Rapid Deployment von den Instanzen, man ist da sehr flexibel, auch was die Kosten angeht. Wenn die Instanz da ist, bezahlt man sie, wenn sie nicht da ist, dann tickt halt keine Rechnung. Nachteil ist definitiv die geringe Flexibilität. Wie auf den vorherigen Folien gesehen, der Softwareanbieter, der uns eine Public Cloud zur Verfügung stellt, wird versuchen, da 80% der Leute mit 20% des Aufwandes zu erreichen. Das bedeutet für uns, wir haben hier keine speziellen Anpassungen möglich als Kunden für eine Public Cloud. Haftungsfragen sind definitiv nicht geklärt. Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, denn Beispiel für eines großen Cloud-Anbieters, der gibt $28 für jeden Tag, wo die Cloud nicht zur Verfügung steht, an den Kunden zurück. Für jemanden, der sein Core-Business in der Cloud hat, ist das relativ der Tropfen auf den heißen Stein. Das ist, kann auch für ein Geschäft tödlich enden, so etwas. Also da muss man einfach wissen, dass die Haftungsfrage auch für Datenmissbrauch innereuropäisch schon nicht geklärt und außereuropäisch sehr, sehr unklar ist. Ein Fremdeinblick in die Installation in einer Public Cloud ist immer möglich. Wenn man die Daten nicht selber verschlüsselt hat, hat immer der Cloud-Anbieter einen Schlüssel auf jedes noch zu verschlüsselte Image. Also es gibt kein Image, was so verschlüsselt ist, dass der Cloud-Anbieter nicht selber auch aufschreiben kann. Wenn man jetzt selber verschlüsselte Daten dort ablegt, ist das ein anderes Thema, aber das muss man einfach wissen. Unklare Rechtslage hatte ich angesprochen und letztendlich für kleine Anbieter, die ihre Software anpassen, um in einer Public Cloud zu laufen, die laufen die Gefahr, dass die Anpassung auf einen Anbieter Geld kostet und wenn der eine Anbieter die Kosten dieser Cloud-Lösung in die Höhe schraubt, würden diese Anpassungskosten für eine andere Cloud-Lösung auch nochmal anfallen. Das heißt, die Gefahr von einem Vendor-Login ist definitiv gegeben. Letztendlich, das Versus ist die Private Cloud. Da Rechtslage muss ich jetzt nicht überreden. Die Systeme stehen im Keller. Man kann dem eigenen Administrator sagen, wie diese Private Cloud aussehen soll. Das heißt, da sind wir sehr flexibel. Das Core-Business bleibt im Haus. Das heißt, man hat nicht Fremdeinblicke dort hinein. Aber der Nachteil ist der hohe initiale Aufwand. So ein Framework auf die Beine zu stellen, kostet Zeit, kostet Gedanken und kostet eine Vorlaufzeit mit Analyse der notwendigen Dinge, die dort in diese Cloud rein müssen. Das muss man im Auge behalten.
Genauso wie die Tatsache, dass wir laufende Kosten für Hardware und Infrastructure haben. Wenn wir die nicht benutzen, dann kostet die trotzdem. Die Server sind gekauft, die stehen im Keller, die sind geleast, die kosten die Anbindung aus dem im Internet, die kosten eventuell den Rackspace beim ISP. Also das muss man sehr sauber gegeneinander abwägen. Wir haben das für die Hetras gemacht. Im ersten Webcast haben wir dargestellt, wie wir die Test- und Entwicklungsumgebung technisch umgesetzt haben und in eine Public Cloud portiert haben. Für die, die nicht dabei waren, Hetras macht eine reine Software-as-a-Service-Lösung als Hotelmanagement-Software, die komplett internetbasiert und über Tablet und PC erreicht wird. Die fällt in die Kategorie der wenigen Kunden und hohen Anpassungen, die mal am Anfang dargelegt worden ist. Das heißt, hier haben wir eine sehr, sehr spezielle Software, die auch sehr viele Anpassungen erfordern, aber dem Kunden als Software as a Service zur Verfügung gestellt wird. Der Kunde nimmt es als Cloud-Lösung wahr, während es letztendlich nicht auf einer Framework basieren kann, weil es zu komplex ist. Aber wir haben auch eine geringere Anzahl von Hotels. Wir hatten jetzt nicht Tausende von Hotels. Und wie als man bei anderen Kundenbereichen vielleicht Tausende von Endkunden erwartet. Das heißt, wir haben hier eine Legacy-Implementierung gehabt und haben die Entscheidung getroffen, dass die Test- und Entwicklungsumgebung in die Public Cloud-Infrastruktur geht. Mit dem Vorteil, wir haben einen dezentralen Zugriff für die Entwickler, die an verschiedenen Lokationen sind. Sie können sich eine Entwicklungsumgebung durch Klonen simpel herstellen und für bestimmte Fälle mehrfach klonen, damit Szenarien nachgestellt werden oder neu entwickelt werden. Aber wenn die Entwicklung abgeschlossen ist, wird es einfach wieder eingestampft und die Kosten fahren auf null zurück für diesen eigenen Entwicklungszweig. Hat viele Vorteile an dem Ende. Kosten sind klar definiert. Man weiß, was passiert. Und wir haben in dieser Test- und Entwicklungsumgebung keine Kundendaten. Das ist wichtig, denn die Tatsache, dass wir Kundendaten haben, ist mit einer die uns dazu geführt hat, dass die Produktion in eine Legacy-Umgebung, in eine Private Cloud gegangen ist. Weil wir sehr, sehr viele Anbindungen an Kundenschnittstellen haben, die wir in der Public Cloud nicht hätten realisieren können. Zum Beispiel Anbindung an Telefonanlagen, an Buchungssysteme, an Reservierungssysteme, an Rechnungsstellungssysteme, aber selbst an die Lichtsteuerung von Hotels. Das ist sehr, sehr flexibel, wenn man es aus der Public Cloud bestreitet, wo man selber die effektiven Anpassungen machen kann und in der Private Cloud macht genauso rum. Aber in der Public Cloud wäre das nicht möglich gewesen. Das ist zu speziell. Die Datensicherheit, sehr, sehr wichtig hier. Wir haben hier Kundendaten drauf. Da sind Kreditkartendaten, da sind Buchungsdaten drin in diesen Systemen. Die wären mit der Software, die wir dort mit Hetras zusammen analysiert haben, nicht ohne weiteres in einer verschlüsselten Form so verschlüsselt gewesen in einer Public Cloud, dass man guten Gewissens gesagt hätte, das wollen wir aus der Hand geben. Deshalb haben wir uns da entschlossen, wir sagen, wir machen eine Private Cloud dafür, wir haben die Daten on-premises, wir haben den Daumen drauf und wir wissen genau, wer die Tür aufmacht zu diesem Serverraum. Die Verfügbarkeitszusagen sind extrem wichtig gewesen in dem Kontext, während wir für eine Public Cloud haftungsmäßig, SLA-mäßig relativ neutral dastehen, können wir hier 99 Komma verschiedene Neuen dahinter garantieren, weil wir auch wissen, wo der Server steht. Wir haben den Server in einer festen Lokation. Wir wissen, wie die aufgebaut ist. Wir können einen Administrator davor setzen und sagen, bitte repariere uns das. Das kann man jetzt bei einem großen Cloud-Anbieter jetzt nicht verlangen. Das ist meistens die Reaktionszeiten doch deutlich länger. Und am Ende, wir haben hier die Möglichkeit, und da kommt die Verbindung zu Veeam, individuell Backups zu fahren. Wir haben Sachen wie Instant Recovery, die uns da die Möglichkeit haben, in einem Disaster Recovery Fall relativ schnell wieder das Ding zum Fliegen zu bringen, in einer Backup-Lösung, in einer Cloud. In einer Public Cloud hat man selten die Möglichkeit, mehr als das komplette Image zu sichern und dann häufig auch nur einmal am Tag. Und das ist hier bei Veeam in einer Private Cloud viel, viel einfacher. Man kann auf den Punkt Datensätze zurücklesen, auf den Punkt Konfigurationen zurücklesen oder halt eben dieses Instant Recovery Feature zu nutzen, um eine ausgefallene Instanz sehr, sehr schnell wieder zum Laufen zu bringen und die Fehleranalyse im Nachgang zu betreiben. Letztendlich die reine Portierung aus der Test-Environment in das Production-Environment war extrem simpel für uns.
weil in beiden Fällen haben wir eine standardisierte Umgebung gemacht. Wir haben im ersten Webcast dargelegt, warum wir das Test-Environment so aufgebaut haben, wie es aufgebaut ist. Und das war alles im Hinblick schon auf die Tatsache, dass wir daraus eine Produktion ableiten. Wir haben also quasi ein Cloning der Test-Environment in die Produktion gemacht, hat einen geringen Aufwand. Und durch diesen geringen Aufwand können wir jetzt auch zum Beispiel Sachen wie Deployment viel, viel einfacher machen. Wir haben zwei exakte Abbilder und wir wissen, was bei A passiert, passiert auch bei B. Und ich komme jetzt zu dem Punkt, wo ich an den Herrn Barth übergebe, der zum Thema Veeam ein bisschen in die Tiefen schaut und an einer Live-Demo darstellt, was alles mit Veeam möglich ist. Vielen Dank. So, vielen Dank. Dann übernehme ich mal und gebe mal meinen Bildschirm frei. So, scheint jetzt schon da zu sein. Genau. Gut, was wir hier sehen, ist jetzt meine kleine Demo-Umgebung. Und jetzt mische ich mich doch nochmal kurz ein. Für die, die nur einen Teil des Bildschirms sehen, genau in der Mitte unter dem Screen gibt es einen Button, der nennt sich Fit to Screen auf Englisch oder den Bildschirm anpassen. Wenn man den anklickt, dann hat man eine Komplettsicht auf das Ding und muss nicht scrollen. Das ist jetzt nur so als Einwurf von meiner Seite. Danke. Gut, danke nochmal für den Hinweis. Gut, was wir jetzt hier sehen, ist quasi meine kleine Demo-Umgebung. Das heißt, ich habe hier auf einer VMware Workstation, das sieht man, glaube ich, unten auch in der Taskleiste, zwei Virtual Maschinen, ein ESX-Host. Also wenn ich hier mal drauf gehe, dann flippt das hoch. Ein ESX-Host und ein Veeam-Demo-System. Das heißt, das Veeam-Demo-System, darin befinden wir uns gerade. Und der ESX-Host, dann sieht man hier, dass die 101 und auf der laufen jetzt hier zwei Virtual Maschinen, mein Active Directory und mein Exchange. Jetzt gerade wurde ja auch das Thema Instant Recovery angesprochen. Und wenn ich jetzt hier auf den Client schaue, sehe ich, da habe ich jetzt gar keine Virtual Maschinen drin. Na, jetzt das Szenario, mein Client ist weg. Ja, oder es kann auch ein Server sein oder was auch immer. Den möchte ich jetzt so schnell wie möglich wiederherstellen. So, dazu gehe ich jetzt hier in Veeam rein. Ich sehe jetzt hier, habe ich ein Backup mit Windows 7. Das heißt, hier ist mein Client drin, dem Backup. Und wenn ich hier auf Disk gehe, in meiner Backup-Übersicht, dann habe ich hier die Daten, die mein Backup geschrieben hat, habe hier mein Windows 7 drin. So, und das möchte ich so schnell wie möglich wiederherstellen. Ganz einfach, rechte Maustaste auf das System, Instant VM Recovery auswählen. Dann kann ich hier auswählen, welchen Wiederherstellungspunkt möchte ich jetzt hier benutzen. Ich nehme mal den aktuellsten, das letzte Full Backup vom 19.02. Also die Maschine ist schon ein paar Tage alt, aber das ist genau die Maschine, die ich brauche. Gehe auf Next, habe dann hier Restore to Original Location. Ich weiß, das war halt in dem Resource Pool Client. Das heißt, hier kann ich direkt auf Next gehen. Wenn ich das System woanders wiederherstellen möchte, dann könnte ich auf Restore to a New Location gehen. Aber ich mache das jetzt mal in die Originallokation, gehe nur auf Next. Jetzt lädt er sich quasi aus dem Backup die Daten, wo die Virtual Maschine war. Das heißt, hier habe ich dann gar nicht mehr den Bedarf, dass ich definieren muss, auf welchem ESX-Server oder in welchem Cluster will ich das System wiederherstellen, sondern das hat er alles gespeichert. So, dann kann ich hier einen Wiederherstellungsgrund angeben. Den brauche ich jetzt nicht. Habe dann hier die Übersicht, was das System jetzt gleich machen wird, auf welchem Host wird die Maschine wiederhergestellt, auf welchem Datastore, dadurch, dass ich hier Instant Recovery wähle, hat er gar keinen Datastore ausgewählt, weil er das vom Veeam Backup Server anstartet. Dann kann ich sagen, verbinde die Maschine mit dem Netzwerk und schalte sie direkt ein. Klick auf Next und jetzt stellt das System die Maschine quasi schon wieder her. Na, das heißt, wenn ich jetzt nicht so lange gesprochen hätte, dann wäre die Maschine wahrscheinlich schon fast hochgefahren. Hier diesen Ablauf kann man jetzt beobachten. Und wir gehen jetzt einfach mal auf den ESX wieder zurück in vSphere Client. Das sehe ich schon, hier ist die Maschine schon registriert. Wenn ich die jetzt anklicke und mir den Desktop anzeigen lasse, ja, dann sehe ich, dass das System auch quasi schon hochfährt. Ja, und das ist jetzt die Maschine direkt aus dem Backup angestartet.
Und hier ist es jetzt auch egal, wie groß die Virtual Maschine ist. Wenn das jetzt ein Exchange-Server mit einem Datastore von 1 TB ist, dann wäre er eigentlich genauso schnell registriert, eingeschaltet, und dann kommt es halt nur auf die Bootzeit drauf an. Ja, und das heißt, hier habe ich jetzt Starting Windows, und während er jetzt das Windows hochfährt, können wir mal schauen, wo das System jetzt eigentlich liegt. Wenn ich jetzt hier reinschaue im Storage, sehe ich hier Veeam Backup und dahinter Veeam Demo 2012. Das heißt, das ist der Name meines Backup-Servers. Hier gehe ich mit der rechten Maustaste drauf und gucke mir mal in dem Datastore an, wie die Maschine da abgelegt ist. Das heißt, hier sehe ich jetzt zwei Maschinen. Die zweite, die brauche ich dann gleich für die weitere Demo. Guck hier rein, sehe die VMDK-Datei mit 10 GB. Das heißt, er hätte jetzt eigentlich im Prinzip in Sekunden diese 10 GB wiederhergestellt aus dem Backup. Ja, so sieht das hier jetzt aus. Und wenn ich jetzt mal in diesen Veeam Backup Data Store schaue, der liegt nämlich lokal hier auf meinem Backup Server, auf meinem E-Laufwerk. Hier liegt NFS Data Store. Das ist quasi der Share, der jetzt an den ESX angebunden ist. Hier sieht man die Windows 7 Maschine. Und jetzt schaue ich hier rein, sehe meine VMDK Datei. Jetzt muss ich das Fenster ein bisschen größer machen und sehe jetzt, diese VMDK Datei hat in Realität wirklich nur 1 KB. Ja, also hier bin ich extrem schnell. Jeder Block, der vom ESX angefordert wird, wird direkt aus dem Backup gelesen. Das heißt, quasi wird die Maschine gestreamt. Alle Daten, die die Maschine schreibt, werden hier in diese Cache-Datei reingeschrieben. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Read-Only-Zugriff auf das Backup-File, weil alles das, was das System schreibt, in das Cache-File hier reingeschrieben wird. Und das sieht man auch, wie das jetzt hier langsam anwächst, weil das Windows 7 ja auch beim Booten immer Änderungen schreibt. Das System selber, wenn ich jetzt reinschaue, dürfte mittlerweile hochgefahren sein, sieht man hier auch. Also ich kann mich jetzt hier auch an dem System wunderbar anmelden. Ja, und kann mit dem System auch ganz normal arbeiten, als ob es ja quasi in meine Produktion direkt reinkopiert worden wäre auf dem Produktionsdatastore. Das heißt, auch der Internet Explorer funktioniert hier, je nachdem wie schnell das System halt ist. Ja, und dann sieht man gleich die Veeam-Seite, die er hier anzeigen sollte. Ja, also es kommt jetzt hier auf die Internetgeschwindigkeit drauf an. Da ist jetzt schon veeam.com.de. Das heißt also, ich kann jetzt hier wirklich mit dem System arbeiten. Und jetzt, wenn das System hochgefahren ist, kann ich quasi mit Storage Motion hingehen. Also entweder ich mache es über meinen vSphere-Client oder ich kann auch über Veeam Backup. Wenn ich hier reingehe und das Fenster schließe, dann habe ich hier oben Instant Recovery, sehe hier die Maschine, Status ist Mounted, und jetzt kann ich hier hingehen mit der rechten Maustaste sagen Migrate to Production. Was dann passiert ist quasi, er fragt mich über ein Wizard gesteuert ab, wohin möchte ich das System dann verschieben. Dann kann ich den Data Store auswählen, den ESX Server kann man dann beibehalten, und dann würde er gucken, ob Storage Emotion lizenziert ist. Wenn das der Fall ist, dann würde er Storage Emotion einsetzen. Das heißt, dann steuern wir VMware an und sagen, machen Storage Emotion von dem System auf diesen Data Store. Falls Storage Emotion nicht lizenziert ist, dann würde das quasi im Hintergrund Veeam Backup machen mit einer Veeam Replikation. Dann würde die Maschine kurz suspended werden, also nicht runtergefahren, sondern wirklich nur kurz angehalten. Die Config wird umkonfiguriert und dann wird die Maschine wieder resumed. Also ich habe keinen kompletten Boot. Aber ich habe eine kurze Serviceunterbrechung bei dem System. Dementsprechend sollte man dieses Migrate to Production, wenn man kein Storage Emotion hat, bei Produktionssystemen doch so machen, dass es dann zu Nicht-Service-Zeiten ausgeführt wird. Aber ich kann hier sehr einfach Maschinen sehr schnell anstarten. So, hier ist jetzt auch noch schon die Veeam-Seite. Wenn ich dieses System jetzt normal hochgefahren hätte, ohne Netzwerkverbindung, könnte ich hier auch hingehen und könnte jetzt hier zum Beispiel auch Tests drauf machen. Das heißt, ich kann auch dieses Veeam-Backup nutzen, um eine Maschine anzustarten, zu sagen, ich verbinde sie nicht mit dem Netzwerk, dann habe ich keine Beeinflussung von der Produktion, aber ich kann dann hier mit dem System ganz normal über den vSphere-Client arbeiten, kann halt hier wirklich dann auch Tests machen. Beispiel ist immer so, ich habe ein Problem in der Produktion mit irgendeinem System, das fahre ich halt hier mal schnell aus dem Backup an, kann da rumtesten, rumtroubleshooten, und wenn ich dann bei Veeam hier reingehe, dann der zweite Punkt ist Tab Publishing. Ja, dann fragt er mich nochmal, soll ich wirklich ausschalten? Sage ich okay. Und dann sieht man hier unten auch gleich, wie die Maschine verschwinden wird. Ja, die Maschine wird aus dem Inventory rausgezogen. Jetzt die Maschine weg. Dann kriege ich hier bei Veeam die Meldung.
Maschine ist dismounted. Ja, und dementsprechend ist die Maschine jetzt hier nicht mehr in meiner VMware-Infrastruktur zu sehen. Also hier ist sie direkt wieder gelöscht. Das wäre jetzt so das Beispiel. Ich nutze das System für ein Testszenario. Also das kann man hier auch mit Backups machen, so kleine Spielereien, um schnell Maschinen wegzubringen. Was ich noch machen kann, hier oben habe ich ein AirLab. Das heißt, wir haben eine Funktionalität, die heißt Application Item Restore. Mit der kann ich Anwendungs-Items für Active Directory, Exchange, SQL über dedizierte Wizards kann ich einzelne Items aus diesen Datenbanken oder Anwendungen wiederherstellen. Für andere Anwendungen haben wir einen universellen Wizard. Was passiert über diesen Wizard? Das sieht man hier oben. Das heißt, man kann hier sagen, welche Systeme brauche ich, um Daten wiederherzustellen. Diese Systeme werden nochmal aus dem Backup angefahren. Ja, deswegen hat man auch das Active Directory da gesehen bei dem Windows 7 Verzeichnis. Und jetzt kann ich halt hier hingehen und über diesen Application Item Restore Wizard Daten aus dem Backup von meinem Active Directory quasi wiederherstellen. Das heißt, hier gehe ich auf dieses Shure Backup. Schau an, welche Systeme sind hier drin. Kann jetzt hier auf dieses Active Directory draufklicken, rechte Maustaste, wähle hier Active Directory Item Recovery aus und er startet jetzt hier quasi den Wizard. Dazu gehen wir jetzt mal auf meinen Active Directory Produktionsserver, gehen hier mal in das Active Directory Users and Computers rein und ich schmeiße jetzt einfach mal zwei Benutzer weg aus meinem Active Directory. Also ich kann jetzt hier auf Delete gehen. Ja, ich will diese beiden Objekte wegschmeißen. Bei dem anderen User hier schmeiße ich mal die Adresse raus. Das heißt, hier habe ich die Demostraße in Demostadt und Deutschland mache ich zu Afghanistan. So, habe jetzt das hier gesetzt und jetzt gehe ich wieder auf meinen Backup-Server, gehe hier auf diesen Wizard. Dadurch, dass mein System hier jetzt nicht in der Domäne drin ist, muss ich halt hier nochmal den User angeben. Das heißt, das ist mein Admin-User für die Domäne. So, und jetzt vergleicht das System im Hintergrund das Active Directory, was aus dem Backup angestartet ist, mit dem Active Directory in der Produktion. Jetzt grundsätzlich sieht man hier erstmal gar nichts, aber wenn ich jetzt die User aufmache, sehe ich, Demo 2 und 3 sind gelöscht. Das heißt, hier kann ich jetzt die beiden Benutzer einfach markieren, gehe auf Next, sage, das Enable nehme ich mal raus, dann müsste ich wieder so ein kryptisches Kennwort angeben. Das vermeide ich jetzt mal. Gehe auf Next, er fragt nochmal, soll ich die beiden Objekte wiederherstellen? Sicher soll er das tun. Habe dann hier schon erfolgreich. Jetzt kann ich direkt wieder ins Active Directory reinschauen, gehe hier auf Refresh und habe jetzt hier die beiden Benutzer wieder da. Also hier kann ich sehr schnell Items aus dem AD wiederherstellen. Jetzt hatte ich ja bei dem Demo 1 Benutzer quasi die Properties geändert. Das heißt, ich wähle den Demo 1 Benutzer aus, gehe auf Next, dann zeigt er mir hier die geänderten Properties an von dem User. Was ist jetzt in der Produktion für Einstellungen und was hat er im Backup für Einstellungen? Die will ich jetzt alle wieder zurückgeholt haben. Gehe einfach nur auf Next, nochmal Next und dann hat er die Items hier direkt wieder hergestellt. So, wenn ich jetzt auf mein Active Directory gehe, dann öffne ich jetzt nur den Demo 1 Benutzer, gehe wieder auf die Adresse und habe jetzt hier wieder meine Demo-Daten drin. Also hier auch sehr schnell für Active Directory die Wiederherstellung über diesen Application Item Restore Wizard. Ohne große Probleme kann ich hier auch einzelne Items wiederherstellen. Das gleiche gibt es auch für Exchange 2003 und 2007. Wenn ich jetzt für Exchange 2010 Daten wiederherstellen möchte, haben wir seit der Veeam Backup Version 6.5 den sogenannten Exchange Explorer oder Veeam Explorer für Exchange, jetzt von mir dahinter gesetzt in Klammern 2010. Ja, das heißt, wenn ich einen Exchange 2010 habe, kann ich diesen Veeam Explorer nutzen. Den kann ich einmal eigenständig aufrufen. Der ist auch in der kostenlosen Veeam ZIP Edition dabei. Ich kann ihn aber auch jetzt einfach aus dem Backup aufrufen. Das heißt, ich habe hier meinen Exchange Server, gehe bei diesem Exchange Server hier auf Restore Guest Files Windows, wähle hier den Wiederherstellungspunkt aus. Nehmen wir den von heute. Wiederherstellungsgrund kann ich hier angeben. Wenn ich auf Finish klicke, dann öffnet er den sogenannten Backup-Browser. Was er da macht, ist, dass er das Backup quasi im Hintergrund an meinen Backup-Server anmappt. Wenn ich hier auf Open in Explorer gehe,
dann sehe ich hier auf meinem C-Laufwerk ein Verzeichnis Vim FLR, steht für Vim File Level Restore, Name der Virtual Maschine, Volume 0. Das heißt, hier ist jetzt wirklich in meinem Windows-Filesystem quasi mein Backup Disk angehängt. So, und jetzt habe ich hier oben die Möglichkeit, kann ich sagen, Exchange Items will ich jetzt wiederherstellen. So, jetzt öffnet er dann hier diesen Vim Explorer für Microsoft Exchange 2010. Jetzt kann ich hier sagen Add Store, gehe auf Browse und kann mich dann hier direkt auf meinen Exchange Server verbinden, mein Volume 0. Hier habe ich meine Mailbox Datenbank, die wähle ich hier aus, gehe auf Open, kann auf OK klicken und jetzt öffnet er mir quasi die Datenbank. Also ich kann jetzt hier auch komplett reinschauen, was da drin ist. Also ich habe jetzt hier nicht die Riesendatenbank, aber ich kann jetzt hier in dieser Datenbank suchen. Ich suche jetzt einfach mal nur nach Test. Und jetzt sieht man dann hier alle E-Mails, alle Kalendereinträge, also alles das, was in irgendeiner Form das Wort Test enthält, in meiner Exchange-Datenbank. Wenn ich hier jetzt irgendwo doppelt draufklicke, dann kann ich auch sehen, was ist das für ein E-Mail, was steht da für ein Text drin. Also ich kann das E-Mail hier auch direkt lesen. Jetzt kann ich sagen, okay, ich möchte dieses E-Mail wiederherstellen, gehe mit der rechten Maustaste auf das E-Mail drauf, komme dann hier auf Open, das ist das, wenn ich doppelt draufklicke, öffne das, kann es hier als Message-File abspeichern, kann es auf dem Desktop als Message-File abspeichern, ich kann es hier auch direkt per E-Mail verschicken. Ja, das heißt, wenn ich hier draufklicke, dann fragt er mich, von welchem Absender an welchen Absender möchte ich das schicken. Ja, das heißt, ich kann es hier auch direkt ohne ein Outlook an den User schicken. Habe hier noch die Möglichkeit, ein PST-File zu generieren. Und ich kann, wenn ich die Vim Backup und Replikation Enterprise Edition haben, auch Restore To. Das heißt, über das Restore To kann ich es direkt in den Exchange Server wieder zurückspielen. Was ich noch machen kann, ist, wenn ich hier auf mein Postfach gehe, kann ich auch hier komplette Postfächer quasi als PST-File exportieren aus dem Backup raus. Das heißt, wenn ich irgendwie ein komplettes Postfach archivieren möchte oder muss, kann ich das hier sehr einfach machen mit der rechten Maustaste, wobei ich hier dann für diese Exportfunktion ein Outlook 2010 mit auf dem Vim Explorer Gerät brauche. Also hier nochmal, der Vim Explorer ist auch in der kostenlosen Edition. Das heißt, wenn man einen Exchange 2010 hat, bald auch Unterstützung für 2013, kann ich hier diese Wiederherstellung kostenlos quasi nutzen. Ich brauche nur eine Sicherung der EDB-Datei. Die muss nicht mal mit Vim gemacht sein. Ja, also ich kann jederzeit hier eine Datenbank einbinden und kann hier dann einzelne Items rausholen oder Postfächer archivieren. Was man noch sehr schön machen kann mit Vim ist Wiederherstellung von einzelnen Dateien. Ich habe hier auf dem Desktop eine Vim-Demo-TXT-Datei, kann jetzt hier mal Konsole reinschreiben, speichere die Datei und habe jetzt hier quasi die Datei verändert. Jetzt nehmen wir mal an, das wäre ein Word-Dokument von einem Benutzer, der hat vielleicht 150 Seiten Word geschrieben, 50 Seiten aus Versehen gelöscht, Word kriegt diese 50 Seiten nicht mehr her. Jetzt möchte ich hier diese Datei wiederherstellen. Jetzt kann ich hier hingehen auf den Vim Backup Enterprise Manager, auf Files, auf diesen Reiter hier und kann jetzt nach der Vim Demo TXT Datei suchen. Das heißt, ich muss jetzt nicht mal wissen, wo die Datei ist. Also ich mache es mir jetzt einfach. Ich könnte auf Advanced Search gehen und das auch eingrenzen, aber ich durchsuche jetzt einfach mal alle meine Backups, die ich hier so habe auf meinem System und suche jetzt nach Dateien, die vimdemo.txt im Namen haben. So, jetzt habe ich hier schon 4 Dateien gefunden. Insgesamt wären es 6, sieht man hier unten, aber ich brauche genau die oberste hier. Jetzt gibt es einen Unterschied zwischen der Vim Standard Edition und der Enterprise Edition. Der Unterschied ist der linke Maustaste für die Standard-Edition. Der User oder der Administrator oder derjenige, der hier sucht, kann jetzt hier das ausdrucken, zum Backup-Admin gehen und der Backup-Admin kann das dann wiederherstellen. Also Standard-Edition, Arbeit für den Backup-Admin. In der Enterprise-Edition habe ich die rechte Maustaste und kann hier direkt auf Restore gehen. Ich klicke mal direkt auf Restore an, dann fragt er an die Originallokation, sage ich ja. So, und das war jetzt eigentlich schon alles, was ich machen muss. Jetzt sieht man hier auf der rechten Seite Restoring. Ja, also wunderbar, er macht da jetzt schon was. Jetzt gehe ich wieder auf meinen Active Directory Server und jetzt warten wir
also nicht ganz eine Minute, bis die Datei wiederhergestellt ist. Also was ja im Hintergrund passiert ist über die VMware Tools, wird jetzt diese Datei in das Originalsystem wiederhergestellt. Dadurch, dass es über die VMware Tools geht, brauche ich auch keine Netzwerkverbindung in dieses System. Das System kann auch in einer DMZ-Zone stehen, wo ich gar nicht per Netzwerk rankomme. Ja, also hier habe ich wirklich den Vorteil, ich muss gar nicht über Netzwerk dahin kommen, sondern es passiert alles über VMware Tools. Jetzt habe ich hier die VMDemo.txt. Die öffne ich jetzt mal. Da fehlt jetzt das Console. Wenn ich jetzt auf die Originaldatei gehe, steht jetzt Console drin. Das heißt, die Datei am Desktop wurde umbenannt in Original VMDemo.txt. Die Datei, die aus dem Backup reinkopiert wurde, ist jetzt die neue VMDemo.txt. So, was ich auch noch machen kann, ich habe ja gesagt, die Standard-Edition, so als letzten Step zum Wiederherstellen, jetzt spiele ich mal den Backup-Admin. Das heißt, der User ist jetzt gekommen mit diesem Ausdruck, sagt, ich möchte diese Datei haben. Der Backup-Admin geht jetzt hier hin und wählt auch hier aus Restore Guest Files Windows, wählt den Wiederherstellungspunkt aus, das letzte Full Backup, kann einen Wiederherstellungsgrund angeben. So, jetzt öffnet er wieder den Backup-Browser. Ich weiß ja jetzt, dadurch, dass der User mir diesen Ausdruck gegeben hat, wohin ich will, also Documents and Settings, Admin, Desktop. Jetzt habe ich hier drei Dateien. Ich habe also bei dem letzten Demo das Backup gefahren und die Datei nicht gelöscht gehabt. Jetzt nehme ich hier einfach die VMDemo.txt, die rechte Maustaste. Vor der Version 6.5 gab es nur hier unten Copy to, Explore and Properties. In der Version 6.5 kam hier Restore dazu. Das heißt, mit dem Restore muss jetzt auch der Backup-Admin gar nicht mehr wissen oder muss auch keine Rechte mehr haben in dem Verzeichnis, wo die Datei wiederherstellen will, sondern klickt jetzt hier nur mit der linken Maustaste drauf. Und diese Datei wird original auch wieder an die Originallokation zurückgespielt. Ja, sehe hier direkt erfolgreich, kann das jetzt hier closen, gehe wieder auf meinen Active Directory und habe jetzt hier dreimal diese VMDemo.txt, einmal die Originaldatei hier mit dem Timestamp, einmal die Original ohne Timestamp und einmal die VMDemo.txt. Ja, und wenn ich die jetzt hier öffne, dann habe ich jetzt hier alle drei Dateien. Und dann sieht man halt, dass die Original quasi damit Console ist und die neu hinzugekommene wurde halt mit dem Timestamp versehen. So, das war jetzt einmal ein schnelles Demo von meiner Seite. Natürlich gibt es noch viel mehr Möglichkeiten mittels Veeam. Ja, also wenn man sich die Oberfläche hier anschaut, haben wir hier natürlich doch vielfältige Möglichkeiten. Ich kann Dateien mit Veeam kopieren, ich kann Shure Backup Jobs, ich kann mir Virtual Labs aufbauen mittels Veeam aus den Backups. Ja, also hier habe ich sehr, sehr vielfältige Möglichkeiten. Also der Name Veeam Backup und Replikation ist eigentlich völlig untertrieben. Ist es eigentlich so ein sehr gutes Hilfsmittel für VMware-Administrationen, hier auch wirklich auch ja in der VMware-Infrastruktur nochmal Optimierung durchzuführen, um hier auch Testszenarien mit abbilden zu können. Gut, dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe wieder an den Herrn von Kipinski. Genau, also letztendlich ist das Ende des Webcasts. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Diese ganzen Möglichkeiten, die Veeam dort bietet, nur so als Insider für die Hetras, haben bei der Hetras den gesamten Debug-Prozess massiv verändert. Die Möglichkeit, Recovery-Images anzumounten, die einen Fehler haben, off-topic aus der Produktion einfach zu nehmen. Diese Möglichkeiten, die gab es ohne Veeam nicht. Und das ist auch einer der großen Gründe, warum wir dort eine Private Cloud, eine sehr, sehr spezielle Lösung gehabt haben. Das noch zum Schluss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis demnächst einmal wieder. Wiedersehen.